Hey, willkommen zu einem neuen Video. Im Laufe der Geschichte haben Tausende von indigenen Stämmen auf der ganzen Welt gelebt, jeder mit seiner eigenen Kultur, Sprache und Tradition. Diese Stämme lebten in Harmonie mit ihrer Umgebung und hatten ihre eigenen sozialen Strukturen, von den Ebenen Nordamerikas bis zu den Regenwäldern des Amazonas. Viele dieser Gemeinschaften sind jedoch aufgrund von Krankheiten, Konflikten und Assimilierung während der Kolonialisierung verschwunden. In diesem Video stellen wir 20 geheimnisvolle Stämme vor, die spurlos verschwunden sind. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Vor Kolumbus wurden die karibischen Inseln von indigenen amerikanischen Völkern bewohnt, die hauptsächlich als Lucayans bekannt waren. Ihre Existenz fand jedoch nach der Begegnung mit den Europäern auf tragische Weise ein kurzes Ende. Die Lucayaner waren mit den Taino-Gesellschaften auf den Großen Antillen verwandt, zu denen Puerto Rico, Haiti, die Dominikanische Republik, Kuba und Jamaika gehören. Sie zogen um das Jahr 600 aus und ließen sich auf den Turks- und Caicos-Inseln und den Bahamas nieder, die als Lucayan Islands bekannt sind. Ihre aus Holz und Stroh gebauten Häuser waren in der Regel länglich oder kegelförmig und lagen entlang der Küstengebiete hinter den Dünen. Bemerkenswerterweise wird den Lucayanern die Erfindung der Hängematte zugeschrieben. Bis 1492 hatten sie überall auf den größeren lukanischen Inseln Gemeinschaften gegründet. Ihr Schicksal nahm jedoch durch die spanische Ausbeutung eine düstere Wendung. Die spanischen Behörden zwangen die Bewohner der Nachbarinseln, nach Hispaniola zu ziehen, wo sie mit Arbeit in den Minen und Perlenbänken auf Cubagua gelockt wurden. Es wird geschätzt, dass um 1492 zwischen 20.000 und 40.000 Lucayaner auf den Inseln lebten, aber ihre Bevölkerung ging aufgrund von Krankheiten, die von europäischen Entdeckern eingeschleppt wurden, schnell zurück. Nach ihrem ersten Kontakt entführten und versklavten die Spanier die Lucayas, was dazu führte, dass sie bis 1520 vollständig von den Bahamas ausgerottet wurden. Nummer 19. Zwischen 1500 und 1700 bezog sich der Begriff Jumanos auf drei verschiedene Gruppen im Südwesten und in den südlichen Ebenen. Dazu gehörten die Tompiro sprechenden Pueblo-Indianer in Salinas, eine nomadische Handelsgruppe entlang des Rio Grande und des Rio Conchos, und die Cadoan sprechenden Wichitas entlang der Arkansas und Red River Becken. Obwohl sie in ganz Nordmexiko, New Mexico und Texas umherzogen, lag ihr Hauptgebiet in Zentral-Texas, vom unteren Pecos River bis zum Colorado. Die Jumanos waren für die Bisonjagd und den Handel bekannt und dienten als Vermittler zwischen den spanischen Kolonien und verschiedenen indigenen Stämmen. Jahrhunderts führte die Dominanz der Apachen im unteren Rio Grande Tal bis zum Oberlauf des Brazos und Colorado zum Zusammenbruch der Jumano-Gesellschaft. Ihre territoriale Basis verschwand, die Handelswege wurden unterbrochen und sie hörten auf, als eigenständiges Volk zu existieren. In den westlichen Regionen wurden einige Jumano-ähnliche Individuen aus besiegten Gruppen in Apachenbanden aufgenommen. Nummer 18. Die Nicoleño, ein Volk der Uto-Azteken, bewohnten die San Nicolas-Insel in Kalifornien. Ihre Bevölkerung wurde 1811 durch ein Massaker von Seeotterjägern dezimiert. Juana Maria, das letzte überlebende Mitglied, starb 1851. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass San Nicolas Island, wie die benachbarten Kanalinseln, seit über 10.000 Jahren bewohnt ist. Im Jahr 1835, 21 Jahre nach der verheerenden Begegnung mit Kodiak-Otterjägern, erreichte ein spanisches Schiff namens Peor es Neda die Insel. San Nicolas Island ist die zerklüftetste und abgelegenste der Kanalinseln und hatte nur noch wenige Einwohner, da die meisten Stämme auf das Festland gezogen waren. Eine Frau blieb auf der Insel und lebte dort jahrelang unabhängig. Es gibt möglicherweise Berichte, dass sie sich weigerte, mit dem Schiff zu fahren und vermutlich über Bord sprang und zu ihrem Haus zurückschwamm. Sie wurde als die wilde Frau und die letzte ihrer Rasse bekannt und überlebte allein auf der Insel San Nicolas, wo sie sich von Robben, Enten und Walknochen ernährte. Nach 18 Jahren der Einsamkeit stimmte sie zu, mit einem spanischen Schiff zurückzukehren. Mit dem Tod von Juana Maria ist die Sprache der Nicoleño ausgestorben. Es gibt nur noch 4 Wörter und 2 Lieder, die ihr zugeschrieben werden. Sie wurden von Menschen aufgezeichnet, die die Sprache nicht sprachen, weil sich zu ihren Lebzeiten niemand mit ihr verständigen konnte. Nummer 17. Ishi, das letzte bekannte Mitglied des indigenen amerikanischen Yahi-Volkes aus Kalifornien, erlebte eine tragische Geschichte. Vor dem kalifornischen Goldrausch von 1840 lebten etwa 400 Yahi in Kalifornien. Doch als Ishi gerade 4 Jahre alt war, fiel seine Familie dem Massaker von Three Knolls zum Opfer, bei dem 40 Stammesmitglieder starben. Die darauffolgende Gewalt und die Einschleppung von Infektionskrankheiten verwüsteten die Yahi und bedrohten den nördlichen Yana-Stamm mit der Ausrottung und dezimierten die Bevölkerung der Yahi. 44 Jahre lang lebte Ishi mit einigen wenigen überlebenden Familienmitgliedern im Versteck.
Im Sommer 1911 waren alle anderen Mitglieder des Yahi-Stammes, einschließlich Ishis Familie, gestorben. Am 29. August desselben Jahres wurde Ishi in der Nähe von Oroville von Hunden umringt. Die Stadtverwaltung war sich der Bedeutung seiner Entdeckung bewusst und wandte sich an das Hearst Museum, um Hilfe zu erhalten. Ishi, der als letzter wilder Indianer in den Vereinigten Staaten bezeichnet wurde, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens isoliert von der modernen nordamerikanischen Kultur. Er war auch als der letzte bekannte indianische Hersteller von Steinpfeilspitzen bekannt. Nummer 16. Die Selknam, auch bekannt als das Volk der Ona, waren eine indigene Gruppe, die in der patagonischen Region im Süden Argentiniens und Chiles lebte, einschließlich der Feuerlandinseln. Sie waren Jäger und Sammler und lebten von Ressourcen wie Guanacos, Kleintieren, Muscheln, Kormoranen und Bären, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Selknam hatten ihre eigenen kulturellen Praktiken, darunter Initiationsrituale für Männer, die Kalketen genannt wurden. Sie waren eine der letzten indigenen Gruppen in Südamerika. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es etwa 4000 Selknam. Bis 1919 war ihre Zahl auf 279 gesunken und 1930 lebten nur noch etwas mehr als 100 Selknam. Der letzte vollblütige Selknam, Jela Leuch, starb im Mai 1974. Die Selknam sahen sich mehreren Herausforderungen gegenüber, die zu ihrem Aussterben beitrugen. Dazu gehörten die Verbreitung von Krankheiten durch europäische Kolonisatoren, Massaker und eine Ausrottungskampagne. Ein weiterer Faktor war die Zwangsadoption und Assimilation der Selknam-Kinder in europäische Familien, was zum Verlust ihrer Selknam-Identität führte. Die Selknam-Sprache, die zur Chonan-Familie gehört, gilt als ausgestorben. Und die letzten Sprecher der Ona-Sprache starben in den 1980er Jahren. Nummer 15. Die Guanchen waren die historischen Ureinwohner der Kanarischen Inseln, die im Atlantischen Ozean etwa 100 Kilometer westlich der nordafrikanischen Küste liegen. Sie sprachen die Sprache der Guanchen, die angeblich mit den Berbersprachen Nordafrikas verwandt ist und im 17. Jahrhundert nach der Kolonialisierung der Inseln ausstarb. Die Herkunft der Guanchen war für Forscher lange Zeit ein Rätsel. Eine genetische Studie aus dem Jahr 2017 lieferte jedoch Beweise dafür, dass die Guanchen mit den Berbern in Nordafrika verwandt sind. Die Guanchen lebten in Höhlen und betrieben einfache Landwirtschaft und Nahrungsbeschaffung. Sie wussten auch, wie man töpfert, einbalsamiert und mumifiziert, und die Mumien wurden in Höhlen zurückgelassen. Nach der spanischen Eroberung der Kanarischen Inseln im 15. Jahrhundert waren die Guanchen jedoch vom Aussterben bedroht. Diese Eroberung führte zur Assimilation der Guanchen an die dominante spanische Kultur. Die Guanchen hinterließen ein kulturelles Erbe, darunter Ortsnamen und die Pfeifsprache Silbo Gomero, mit der man sich auf den Inseln über weite Strecken verständigen konnte. Nummer 14. Die Garamanten waren eine alte Zivilisation, die in der Region Fezzan im Südwesten Libyens in der Sahara lebte. Sie waren bekannt für ihre fortschrittlichen landwirtschaftlichen Praktiken, ihre Handelsnetze und ihre technischen Errungenschaften. Die Garamanten waren in erster Linie Bauern und Händler und erlebten ihre Blütezeit vor etwa 3000 Jahren, als sie die transsaharischen Handelsrouten beherrschten. Ihre Kontrolle über den Karawanenhandel war eine wichtige Einnahmequelle, denn sie transportierten Produkte aus dem afrikanischen Hinterland in die römischen Städte an der Mittelmeerküste. Eine der bemerkenswerten Errungenschaften der Garamanten war ihre Fähigkeit, fossiles Wasser aus unterirdischen Quellen in der Wüste nutzbar zu machen. Sie entwickelten ein Bewässerungssystem, das von ägyptischen und persischen Methoden inspiriert war. So konnten sie eine erfolgreiche Agrargesellschaft in einer riesigen Wüste aufbauen, ohne auf ein Flusssystem angewiesen zu sein. Ihre größte Stadt Garama hatte etwa 4000 Einwohner und weitere Bewohner in den umliegenden Vorstädten. Der Niedergang und das Aussterben der Garamanten als eigenständige Zivilisation sind leider nicht gut dokumentiert. Die Ausbreitung des Islam und die arabische Eroberung der Region im 7. Jahrhundert nach Christus spielten jedoch wahrscheinlich eine Rolle bei der Assimilierung oder Vertreibung der Garamanten. Nummer 13. Die Charrua waren ein indigener Stamm, der im heutigen Uruguay lebte. Sie waren bekannt für ihre wilde Kriegskultur und ihren Widerstand gegen die europäische Kolonialisierung. Allerdings ereilte diesen Stamm ein tragisches Schicksal, das 1831 im Massaker von Salsipuedes seinen Höhepunkt fand. Das Salsipuedes-Massaker war ein völkermörderischer Angriff, der von der uruguayischen Armee unter der Führung von Fructuoso Rivera, dem ersten Präsidenten von Uruguay, verübt wurde. Es ereignete sich am 11. April 1830 am Ufer des Grande Salsipuedes Creek, der nach diesem Ereignis benannt ist. Nach offiziellen Angaben wurden etwa 40 Charrua getötet, 300 wurden gefangen genommen und eine unbestimmte Anzahl konnte entkommen. Die Überlebenden wurden gewaltsam nach Montevideo gebracht und einige von ihnen wurden sogar in die Sklaverei verkauft, einige sogar in einen Menschenzoo in Paris.
Dies war jedoch nicht der einzige Grund, denn die Bevölkerung von Charrua war bereits vor den verheerenden Ereignissen von 1831 zurückgegangen. Faktoren wie Krankheiten, die Vermischung mit anderen Gruppen und die veränderte politische und kulturelle Situation in der Region trugen ebenfalls zu ihrem Rückgang bei. Nummer 12. Der Stamm der Akabo war einer der 10 indigenen Stämme des Volkes der großen Andamanesen, die ursprünglich die Westküste der Insel Nordandaman im Indischen Ozean bewohnten. Dieser Stamm sprach eine eigene Sprache namens Bo, die eng mit den anderen Sprachen der großen Andamanesen verwandt war. Sie bestanden hauptsächlich aus Waldbewohnern, die als Eremtaga bekannt sind, und einer kleineren Anzahl von Küstenbewohnern, die als Arioto bekannt sind. Der Stamm der Akabo wurde für ausgestorben erklärt, als das letzte Mitglied Boa Sanyo am 26. Januar 2010 starb. Nach ihrem Tod gab es nur noch 52 überlebende Großandamanesen, von denen keiner mehr Bo sprach. Die Bevölkerung der großen Andamanesen ist drastisch zurückgegangen, denn zur Zeit der Ankunft der Briten im Jahr 1858 lebten schätzungsweise 5000 Menschen auf den Andamaneninseln. Boa Senior verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens damit, mit niemandem ihre Muttersprache zu sprechen, und selbst die Mitglieder der miteinander verwandten Stämme konnten das Repertoire an Bo-Liedern und Geschichten, die sie vortrug, nicht verstehen. Kannst du dir vorstellen, dein Leben zu leben, ohne dass jemand deine Sprache spricht? Nummer 11. Die Timucua waren ein indianischer Stamm, der die nordöstliche Küste des heutigen Florida bewohnte. Sie waren die ersten amerikanischen Ureinwohner, die mit Europäern in Kontakt kamen, wahrscheinlich während der Expedition von Juan Ponce de León im 16. Um 1650 gab es schätzungsweise 13.000 Timucua-Sprecher, von denen 8.000 Timucua selbst sprachen und der Rest verschiedene verwandte Sprachen. Diese von den Timucua gesprochene Sprache wurde in spanischen Archiven katalogisiert und war die erste indigene Sprache, die in den Vereinigten Staaten aufgeschrieben wurde. Sie wurde einst von den indigenen Völkern im Nordosten Floridas und im Südosten Georgias gesprochen, heute wird die Sprache jedoch nicht mehr gesprochen. Im frühen 18. Jahrhundert wurde das Gebiet der Timucua von den Creek-Indianern und den Engländern überfallen. Als Folge dieser Invasionen starben viele Timucua in bewaffneten Konflikten oder erlagen Krankheiten aus der alten Welt, gegen die sie nicht immun waren. Im 19. Jahrhundert wurde der Timucua-Stamm durch Kriege mit englischen Siedlern ausgerottet. Nummer 10. Ein mongolischer Eurat-Stamm, der im 17. und 18. Jahrhundert das Dzungar-Khanat bildete und aufrechterhielt, war historisch gesehen einer der wichtigsten Stämme der Konföderation der 4 Euraten. Der Begriff Dzungar leitet sich von den mongolischen Worten Zingar ab, was linke Hand bedeutet und sich auf ihre Position als linke Flanke der mongolischen Armee bezieht. Das Dzungar-Khanat war eine Konföderation mehrerer tibetisch-buddhistischer Eurat-Mongolenstämme, die im frühen 17. Jahrhundert entstanden ist. Sie gründeten eine Hauptstadt namens Kubaxerai und bauten Klöster in ihrem gesamten Gebiet. Die Dzungaren praktizierten den Buddhismus und ermutigten ihr Volk, sich niederzulassen, Landwirtschaft zu betreiben und sich an der Kleinproduktion zu beteiligen. Mitte des 18. Jahrhunderts startete die chinesische Qing-Dynastie einen Feldzug zur Eroberung des Dzungar-Khanats. Qing-Kaiser Qianlong ordnete den Völkermord an den Dzungaren als Vergeltung für ihre Rebellion gegen die Qing-Herrschaft an. Der Völkermord fand zwischen 1755 und 1758 statt und führte zur Massenausrottung der Dzungaren. Schätzungen zufolge starben zwischen 70% und 80% der Dzungar-Bevölkerung durch Krankheiten und Kriege. Nummer 9. Die Wakaai, auch bekannt als die alten Schlechter, waren ein vorrömisches keltisches Volk, das die Sedimentebenen des zentralen Duero-Tals in Kastilien und León, Spanien bewohnte. Ihre Hauptstadt war Intercatia in Paredes de Nava. Die Wakaai waren wahrscheinlich keltischen Ursprungs und gefeierte Kämpfer. Ihr Name leitet sich möglicherweise von dem keltischen Wort Vakos ab, was Schlechter bedeutet. Sie waren bekannt für ihre Kampffähigkeiten, ihre Kampfkünste und ihre Grausamkeit im Widerstand gegen die römische Eroberung. Ein bemerkenswerter Aufstand fand um 153 bis 151 vor Christus statt. Angeführt von einem Häuptling der Wakaai namens Carus. Die Wakaai, die für ihre geschickte Kavallerie bekannt waren, starteten Guerilla-Angriffe gegen die römischen Truppen und nutzten dabei ihre Kenntnisse des örtlichen Geländes zu ihrem Vorteil. Sie wendeten Hit-and-Run-Taktiken an, überfielen römische Nachschublinien und Außenposten und machten es der römischen Armee schwer, die Kontrolle über die Region zu behalten. Der Widerstand der Wakaai war nicht nur militärisch, sondern umfasste auch diplomatische Bemühungen, um andere einheimische Stämme gegen die römische Herrschaft zu mobilisieren. Trotz ihrer tapferen Bemühungen wurden die Wakaai schließlich von den Römern unterworfen. Nummer 8.
Die Kalusa waren als wild und kriegerisch bekannt und wurden von europäischen Entdeckern und kleineren Stämmen gleichermaßen beachtet. Sie waren ein indianischer Stamm, der an der Südwestküste von Florida lebte. Ihre Gesellschaft entwickelte sich aus den archaischen Völkern der Everglades-Region, in der frühere indigene Kulturen bereits seit Tausenden von Jahren lebten. Die Kalusa ernährten sich mehr vom Meer als von der Landwirtschaft. Sie waren geschickte Fischer und Jäger, deren Hauptnahrungsquellen der Fischfang und die Jagd waren. Die Kalusa waren für ihre Dominanz und ihren Einfluss auf andere Stämme in der Region bekannt, darunter auch Stämme an der Ostküste Floridas, obwohl sie im Südwesten des Staates lebten. Sie verfügten über eine komplexe soziale und politische Organisation, eine Triade regierender Geister und führten umfangreiche Rituale durch, zu denen auch Prozessionen mit maskierten Priestern und Synchrongesang von Hunderten junger Frauen gehörten. Leider ging ihre Bevölkerung aufgrund von Krankheiten, die von europäischen Entdeckern eingeschleppt wurden, Kriegen und Sklaverei stark zurück. Im 18. Jahrhundert hörten sie auf, als eigenständige Kultur zu existieren. Die Kalusa waren eine der letzten indianischen Gesellschaften in Florida, die den Auswirkungen der europäischen Invasion zum Opfer fielen. Nummer 7. Die Beothuks waren ein indigenes Volk, das traditionell auf der Insel Neufundland in Kanada lebte. Sie hatten ihre eigene Sprache, Beotukan, die möglicherweise mit dem Algonquischen verwandt war. Als John Cabot sie 1497 entdeckte, wurde ihre Bevölkerung auf etwa 500 Menschen geschätzt. Die Beotuks waren europäischen Krankheiten wie der Tuberkulose ausgesetzt, gegen die sie nicht immun waren. Als die europäische Besiedlung zunahm, wurde den Beotuks der Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen verwehrt, vor allem zu denen aus dem Meer. Außerdem bekamen sie Konkurrenz von europäischen Pelzhändlern, die ins Innere von Neufundland vordrangen. Die Beotuks gerieten auch in Konflikt mit anderen indigenen Gruppen, wie den Mi'kmaq-Jägern aus Neuschottland. Diese Konflikte schwächten die Bevölkerung der Beotuks weiter. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Beotuks nur noch eine kleine Flüchtlingsgruppe, die entlang des Exploits River Systems lebte und mit begrenzten Ressourcen ums Überleben kämpfte. Die letzten bekannten Beotuk-Individuen, darunter Shanaudithit, starben im frühen 19. Mit dem Tod von Shanaudithit im Jahr 1829 wurden die Beotuks als ausgestorben erklärt. Nummer 6. Die Chachapoyas waren ein alter Andenstamm, der in den Nebelwäldern des Amazonasgebiets im heutigen Peru lebte. Sie wurden als Menschen mit heller Haut und blondem Haar beschrieben, was die Historiker verblüfft, da es in dem Gebiet, in dem sie lebten, keine bekannten europäischen Vorfahren gibt. Die Zivilisation der Chachapoyas geht etwa 600 Jahre vor dem Inka-Reich zurück. Auf dem Höhepunkt ihrer Existenz lebten etwa 500.000 Menschen in den wolkenverhangenen Bergen. Im späten 15. Jahrhundert wurden sie schließlich vom Inka-Reich erobert. Die Inkas stießen auf den erbitterten Widerstand der Chachapoyas, die für ihre kriegerische Natur bekannt waren. Ihre Kultur zeichnete sich durch ihre charakteristischen Sarkophage in Form von Körpern und die monumentale Festung von Cuelap aus, die oft als Machu Picchu des Nordens bezeichnet wird. Es wird jedoch vermutet, dass sie schließlich vom Inka-Reich assimiliert wurden und ihre eigene Kultur zu verblassen begannen. Die Region der Chachapoyas blieb bis zur Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert unter der Kontrolle der Inka. Nummer 5. Die Karankawa waren eine Gruppe indianischer Stämme, die entlang des Golfs von Mexiko im heutigen Texas lebten. Sie bewohnten das Gebiet von der Galveston Bay bis zur Corpus Christi Bay und so weit landeinwärts wie der heutige Eagle Lake im Colorado County. Die Karankawa-Bevölkerung wurde auf etwa 400 Männer geschätzt, als sich der französische Entdecker Sieur de La Salle 1680 in der Matagorda Bay niederließ. In den 1820er Jahren war ihre Bevölkerung jedoch aufgrund von Krankheiten, Konflikten mit anderen Indianergruppen und Umweltveränderungen auf etwa 500 zurückgegangen. Angriffe von Angloamerikanern und Tejanos trieben die Karankawa weiter von der Küste weg und tiefer nach Süden ins Rio Grande Valley. Im Jahr 1850 verübte eine Tejano-Truppe ein Massaker an den vermeintlich letzten Karankawa. Viele von ihnen waren jedoch bereits nach Mexiko gezogen, hatten sich anderen Stämmen angeschlossen oder wurden von den Weißen zwangsassimiliert. Die Karankawa waren für ihre exzellenten Bogenschießkünste bekannt und ihre Bögen wurden aus rotem Zedernholz gefertigt. Nach dem Kontakt mit den Europäern und der Beschaffung von Metall wurden ihre Bögen noch tödlicher. Die Pfeile waren etwa 1 Meter lang, mit Stahlspitzen versehen und mit Wildgänsefedern befiedert. Sie hatten eine einzigartige Sprache, die nicht eng mit anderen bekannten Sprachen in der Gegend verwandt war. Nummer 4. Die Tasmanier waren die ursprünglichen Bewohner von Tasmanien, einer Insel südlich des australischen Festlandes. Tausende von Jahren vor der Ankunft der europäischen Kolonisten hatten sie eine reiche und einzigartige Kultur, wie du sie noch nie gesehen hast. Nach der europäischen Kolonisierung und dem anschließenden Schwarzen Krieg erlebte die Bevölkerung der tasmanischen Aborigines einen starken Rückgang.
Vor der britischen Kolonisierung im Jahr 1803 wurde die Zahl der Ureinwohner auf 3.000 bis 10.000 geschätzt. Innerhalb von 3 Jahrzehnten sank ihre Zahl drastisch und 1835 gab es nur noch etwa 400 vollblütige tasmanische Aborigines, von denen die meisten in Lagern lebten. Der Schwarze Krieg, der von Mitte der 1820er Jahre stattfand, war eine Zeit gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen britischen Siedlern und tasmanischen Ureinwohnern. Der als Guerillakrieg geführte Konflikt führte zu Verlusten auf beiden Seiten. Es wird geschätzt, dass in dieser Zeit zwischen 600 und 900 Aborigines und über 200 britische Siedler ums Leben kamen. Die beinahe Vernichtung der tasmanischen Aborigines hat unter Historikern eine Debatte darüber ausgelöst, ob sie als Völkermord bezeichnet werden sollte. Nummer 3. Die Kanasee waren eine Gruppe von Mansi-sprechenden Lenape, die das westlichste Ende von Long Island, dem heutigen Brooklyn, New York, bewohnten. Das war zu der Zeit, als die Niederländer in den 1620er und 1630er Jahren New Amsterdam besiedelten. Den Kanasee wird zugeschrieben, dass sie die Insel Manhattan an die Holländer verkauften, obwohl sie nur den unteren Teil bewohnten und der Rest als saisonales Jagdgebiet für die Wekkeskiek vom Volk der Wappinger im Norden diente. 1636 verhandelten holländische Kolonisten mit den Kanasee-Indianern und kauften ihnen Land ab. Der Gouverneur von Neu-Amsterdam bestätigte den kolonialen Besitz des Landes durch Urkunden. Trotz vertraglicher Bestimmungen, die ihren Schutz gewährleisten sollten, wurden viele Kanasee-Indianer zusammen mit afrikanischen Sklaven in die niederländische Knechtschaft gezwungen, was zu einer Vermischung der beiden Gruppen führte. Ende des 17. Jahrhunderts waren die Kanasee-Indianer fast aus der Gegend verschwunden, obwohl ein Mitglied des Stammes, Joel Skidmore, bis zu seinem Tod im Jahr 1907 in der Nähe lebte. Das Kanasee-Viertel, das eines der Hauptdörfer des Kanasee-Stammes war, trägt noch immer ihren Namen und ist eine ihrer letzten Siedlungen. Nummer 2. Die norwegischen Grönländer waren ein mittelalterliches norwegisches Volk, das im späten 10. und frühen 11. Jahrhundert Siedlungen an der Südwestküste Grönlands gründete. Angeführt von Erik dem Roten, dem die Gründung der ersten norwegischen Siedlung in Grönland zugeschrieben wird, kamen diese norwegischen Siedler aus Island und Norwegen und suchten nach neuen landwirtschaftlichen Flächen und Handelsmöglichkeiten. Obwohl sie traditionell nicht als Stamm betrachtet werden, verschwanden diese Siedlungen im 15. Jahrhundert unter mysteriösen Umständen. Sie wurden von außen bedroht, unter anderem durch Piratenüberfälle. Deutsche, maurische und englische Piraten griffen Island in dieser Zeit mehrfach an, und es gibt Hinweise darauf, dass die östliche Siedlung in Grönland 1418 von Piraten überfallen wurde. Das Ende der norwegischen Siedlung in Grönland ist nicht ganz klar, aber es gibt Hinweise auf einen allmählichen Niedergang. Grabstätten in der östlichen Siedlung zeigen zum Beispiel, dass die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter, die im 15. Das deutet darauf hin, dass viele Frauen bei der Geburt gestorben oder nach Island oder Norwegen ausgewandert sind, was zu einem Bevölkerungsrückgang geführt hat. Nummer 1. Die Hadendoa werden manchmal auch als Löwenclan oder Kinder der Löwin bezeichnet. Sie waren ein afrikanischer Nomadenstamm hamitischer Herkunft, der den östlichen Teil des Sudan bewohnte, der sich von der abessinischen Grenze im Norden bis fast nach Suakin erstreckte. Historisch gesehen waren die Hadendoa Teil der ethnischen Gruppe der Beja, einer größeren nomadischen Hirtengemeinschaft, die in den Hügeln am Roten Meer und in den östlichen Wüsten des Sudan und Eritreas lebte. Sie waren bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Widerstand gegen äußere Kräfte, einschließlich verschiedener Eroberungs- und Kolonialisierungsversuche. Berüchtigt wurden die Hadendoa im 19. Jahrhundert während des Mahdistenkriegs, einem Aufstand gegen die anglo-ägyptische Herrschaft unter der Führung des selbsternannten Mahdi Muhammad Ahmad. Viele Hadendoa-Krieger schlossen sich den Mahdisten an und spielten eine wichtige Rolle in dem Konflikt, indem sie Guerillataktiken anwandten und den britischen und ägyptischen Truppen erbitterten Widerstand leisteten. Sie kämpften gegen die Briten in Schlachten wie der Schlacht von Tamai im Jahr 1884 und der Schlacht von Tofrek im Jahr 1885. Hättest du zu einem dieser Stämme gehören wollen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen willst, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder sieh dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.